Wie konnte ich das übersehen? Hat das Vieh sie gefressen? Kann mich jedenfalls nicht wundern. Ich gehe da jetzt einfach rein. Was soll schon passieren? Und damit herzlich willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Wie immer starten wir direkt rein in unser Playthrough. Ja, letztes Mal haben wir das schöne Ding hier gebaut. Damit wollte ich eigentlich drillen gehen. Allerdings weiß ich nicht, wie ich es genau darüber bringen soll. Alternativ können wir jetzt auch mit dem Sea Truck sehr, sehr tief tauchen. Und da wäre ja, also das wäre ja ein Anlass dafür, entweder nach dem Artifact oder nach dieser verrückten Lady da zu suchen. Tja, was machen wir? Ich würde sagen, ich weiß nicht, für irgendwas brauchte ich auch noch Rubies. Ich weiß nur nicht mehr für was. Für eine Thermoskanne, nein. Ist das jetzt so für warme Getränke oder was? Aber wie gesagt, diese Funktion hat irgendwie noch nie wirklich eine Rolle gespielt. Ja, wir müssen ein paar Prawn-Suit-Upgrades auch noch finden. Machen wir uns erstmal auf den Weg und gucken nach dem Alien-Artifact oder der verrückten Lady oder wo auch immer wir jetzt hin können mit unserer 650 Meter Tiefe, die wir jetzt erreichen können. Das liegt hier beides relativ close nebeneinander. Das eine ist noch ein bisschen weiter weg, das Artifact, als das. Dann fahren wir doch erstmal zu der verrückten Lady. Wobei ich auch nicht weiß, ob... Ja, aber der Beacon müsste ja dann weggehen oder irgendein Event müsste passieren, oder? Weil da drunter war ja diese komische Base, aber ich weiß nicht, ob die was überhaupt mit ihr zu tun hatte, weil das war ja eigentlich so eine verlassene Base von unserer Schwester, die wir suchen und nicht von ihr. Plot Twist. Diese verrückte Lady ist unsere Schwester. Wir haben sie schon so lange nicht mehr gesehen und dieser Planet hat sie so verändert, dass wir sie nicht mehr wiedererkennen. Genau. Ist hier irgendwas runtergefallen? Hier sind ja auch Kabel. Aber ich habe keine Ahnung, wozu die gehören. Ich meine, alternativ ist vielleicht etwas noch weiter runtergefallen. Aber wohin? Hier ist noch was, was wir scannen können. Der Ultra Capacity Tank, aber den haben wir, glaube ich, schon, oder? Ne, haben wir noch nicht. So, hier sind wir wieder bei den komischen Viechern, die auch aus der Wand rauskommen. Ich muss ja dann hier irgendwo runtergetaucht sein. Aber sehr viel tiefer geht's hier gerade nicht. Aber wir könnten auch noch gucken. Also wir können uns hier generell mal ein bisschen umgucken. Vielleicht finden wir hier noch ein paar nette Blueprints. Hier ist dieses Wreckage. War das das, wo ich den... Das war das, glaube ich, wo ich die Propulsion Cannon brauchte, oder? Ich meine, das wäre es gewesen. So, Propulsion Cannon. Räumen uns den Weg frei. Komm schon her. Weg damit. Weg damit. Weg damit. So, was haben wir hier denn so? Cut open. Ach, mein Nuclear Reactor Rods hier auch. Das können wir open cutten, aber dieses Ding... Also wenn das das gleiche ist, was in dem anderen drin war, dann haben wir das ja schon. Ja, das hatten wir schon. Habe ich hier nicht aber auch irgendwo ein PDA oder sowas gesehen? Vielleicht nur von dem Leuchten abgelenkt worden. Ich meine, da geht es noch weiter durch so einen Lüftungsschacht, aber ich will mal eben ein bisschen Luft holen. Und jetzt mit frischen Luftreserven können wir da auch mal in diesen Lüftungsschacht reinschwimmen. Bin mal gespannt, wo wir da rauskommen. Noch eine Nuclear Reactor Rod. I'm stuck. Bin ich nicht nur im Sea Truck stuck, sondern auch schon selber. Chinese Potatoes. Okay, das ist ganz gut für so ein Grow Bed. Was wir hier auch haben. Dass wir nicht scannen können, weil wir das ja schon haben. Noch mehr Chinese Potatoes, aber mein Inventory ist voll. Hier ist ganz schön viel noch. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, wenn hier so viel ist, wie es mit dem Sauerstoffgehalt geht. Weil ich habe noch keine Pflanze gesehen, die mir Sauerstoff geben würde. Doch, da vorne ist eine. Perfekt. Hier haben wir irgendeinen komischen Baum. Und hier wächst sehr viel drin. Boah, wie viel kann man hier denn aufschrauben und schneiden und überhaupt? Ich muss aufpassen, dass ich nicht die Orientierung verliere und mich orientiere, wo ich schon überall war. Wenn wir jetzt noch eine zweite Pflanze hätten, die Sauerstoff gibt, wäre das perfekt. Wie konnte ich das übersehen? Aber das ist gut, weil dann kann ich hier Luft holen. Okay, diese Tür habe ich beim letzten Mal tatsächlich übersehen, aber wahrscheinlich, weil die in so einer dunklen Ecke war. Dann wären wir ja doch auf andere Weise da reingekommen. Was gibt's hier zu scannen? Das... Ah, Alien Containment. Das ist ein fancy word für Aquarium. Hier ist ein PDA. Ja, das Schiff ist riesig. Ich wusste doch, das kann nicht nur das kleine Stück da sein. Was ist das?
Das ist noch so eine Unit, aber die haben wir schon. Emergency Takeoff, Diana. Ich weiß gerade nicht, wer Diana ist. Was ist das? Jukebox Disc. Oh. Rocket Gaming. Subnautica Stimulus. Wir haben neue Musik. Da vorne ist noch ein Lüftungsschacht und ich glaube, hier war es das sonst erstmal in dem Raum. Wasser und Essen. Ja, das könnten wir eventuell ganz gut brauchen. Hier ist tatsächlich noch ein Eingang zum Schiff, aber der ist halt fies versteckt in der Höhle. Obwohl ich auch gar nicht weiß, ob man in diese Höhle überhaupt von außen reinkommt. Na, wobei hier vielleicht... Nee. Okay, ich weiß nicht, ob das Schiff die Höhle so komplett verschließt, weil ich sehe hier keinen anderen Aus- oder Eingang. Aber gut, wir wollen auch keine Höhlen erkunden, wir wollen hier Schiff erkunden. Die Seite ist sehr stark wie ein Labyrinth. Ich weiß nicht, ob mir das so sehr gefällt, weil wenn ich nicht aufpasse, ertrinke ich auch gleich. Was ist das? Reinforced Dive Suit Fragment. Ja, das brauchen wir und das haben wir jetzt anscheinend auch PDA. Reinforced Dive Suit, den brauchen wir, wenn wir in hitzige Gebiete gehen wollen. Auch mehr PDA-Einträge. Wir haben viele PDA-Einträge gleich wieder zu lesen. Ich glaube, wir haben so ziemlich alles durch. Ja, ich glaube, wir sind hier fertig. Jetzt gilt es nur noch, den Weg zurückzufinden, bevor uns der Sauerstoff ausgeht. Aber ich sage ja, hier sind genug Pflanzen, dieses Problem, glaube ich, negieren. Und hier sind wir ja schon wieder. Gut, dann schauen wir mal, was das für PDA-Einträge sind. Mercury Twilocks. Captain Badass Diana. Sol should pay me more to lead these missions. I saved the whole damn crew from destruction. Mercury 2 was nearly obliterated by an immensely powerful energy beam. I don't know any weapon system with that level of capability. The power source to get that kind of range must be, well, otherworldly. We got lucky. The energy signature is similar to some of the weaponry meant to counter pirates on mining freighters. The refraction of the beam across the atmosphere? Orion's belt. It looked like the Northern Lights. Such power. I fired the emergency flares and dumped water from the nuclear core. I think the heat signature confused the weapons tracking for just an instant. I managed a slight evasive maneuver, and I felt the mercury get rocked by the sonic boom as the nuclear runoff rapidly evaporated. That alone could have taken us out. Definitely asking for a pay raise. This is not what I signed up for. My days of risky missions should be behind me. Eh, but what the hell? I still got it. Even if it was luck. Hopefully, whatever didn't want us on the planet doesn't mind when we leave. Wenn Altera wusste, dass da schon mehrere Schiffe runtergeschossen worden sind in der Nähe des Planeten, warum haben die nichts früher unternommen? So, what the fuck? Ich meine, das war ja schon beim normalen Subnautica, dass da ein Schiff verschwunden ist. Dann ist die Aurora wurde abgeschossen. Jetzt erfahren wir, dass hier noch mehr runtergeschossen worden sind. Also irgendwas stimmt doch mit Altera nicht. Ich meine, man muss denen ja auch wehtun, die ganze Zeit irgendwelche Frachten zu verlieren. So, wenn man mal von den Personen absieht, weil Altera sind Personen ja scheißegal, offensichtlich. Orion's belt, this all went sideways. How could I have known that so much would go wrong? I failed my crew. No. I don't fail. I didn't get into this position by being a failure. It's this desolate land. Frigid and cursed. Between these tunneling creatures and the strange sickness that a few of the crew are showing symptoms of, we have to leave at first light tomorrow. We are prepping for a rapid takeoff. We can't take chances with the vibrations drawing the tunnelers, so we're skipping the systems check. Risky, but I have faith in myself and the crew of the Mercury. Landing this thing was practically a miracle, though. But we have to get out of here. Maybe the weapon is to keep people away, but if we leave, it'll let us go. I have to leave the quarantined crew in the cave behind. We will be back for them. But we can't risk an unknown infection spreading through the Mercury. We're packing survival kits for them, but there's only enough surplus for about 2 weeks. I'm telling them that we will come back.
But I don't think I can land here safely. Twice. I hate this. But I have to leave them behind. I can't risk the entirety of the Mercury. Ja, gut, aber wir wissen ja, dass es scheißegal ist, ob ein Individuum infected ist oder nicht. Die Schiffe werden ja trotzdem runtergeschossen. Es ist ja mehr so, die Waffe kann ja nur von einem nicht infected disabled werden, aber runtergeschossen werden sie alle. I miss my family, Elliot. We need to get off this planet. I mean, the morning started off so well. I took a team of six out to find the structures from the planetary scans, and we were all in high spirits. I mean, who wouldn't be? These structures would be clues to another sentient race. It was highly unlikely that another colony would be out this far. We were going to be in the frickin' history books. Everything was going okay. We were a few miles from the ship when our radios picked up an actual signal. It sounded like an SOS. We got overly excited, naturally, and decided to enter the water to follow it. That decision cost three lives. I mean, half my team. They got ripped to shreds by something. They died screaming, alone in the cold, dark waters. I'm not going back in that godforsaken ocean again. I refuse. Some of the animals on this planet, they look sick, too. Weird pustules on the skin, oddly sluggish. I think we should leave. But Diana said we should stay. She thinks the biopatent payoffs would be worth it, but those families will never see their loved ones again. They don't care about no payoffs. We can't return the bodies. I don't care about the accolades or the history books. I just want to see Layla and the kids. Ah, man. I miss the smell of my wife's hair. The kids tackling me at the door again. That's all I want. To get out of here alive. Please. Ay. Trusting my instincts, Diana. My instincts are never wrong. Stephanos has always been overly cautious. He hates taking risks, which I suppose is understandable when you're in the back end of the galaxy. But no risk, no reward. Elliot finds evidence of alien architecture on a completely uncharted planet, and he expects me to ignore that? Orion's belt, I would be an absolute fool. We've done some scans, and while there aren't a lot of mineral resources on this planet, there is decent biodiversity. Teams go out in the morning. This should be a significant specimen and sample haul for biopatenting, which will be split among the crew as part of the discovery clause. Let's see, Stephanos and everyone else complain when they have a few more Sol Transgov credits in their uniform pockets. They'll learn to trust my instincts at some point. Ja, gut. Sehr verschiedene Charaktere, die hier auf dem Planeten landen. Mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen von was wichtig ist. Hier kommen wir aber schon wieder in ein ganz anderes. Bio, da ist schon wieder einer von diesen Schrimps. Ich weiß nicht, was der davor hat. Aber ich halte mich fern von ihm. Hier müsste dieses Mutterschiff kommen, oder? Ich glaube, hier ist das. Ist hier das Ende der Karte? Ich weiß nicht, ob es da nur sehr tief nach unten geht oder ob hier das Ende der Karte ist. Aber ich kenne das Subnautica und ich will nichts riskieren. Solange ich keinen Marker habe, der mich dahin führt, fahre ich da mal nicht weiter. Aber dann habe ich trotzdem keine Ahnung, wo diese verrückte Lady hin ist. Weil hier in der Nähe ist ihre letzte Position. Aber hier ist nicht viel zu erkunden. Was haben wir hier? Nicht? Doch, da. Grappling Arm. Ja, sowas brauchen wir für Fortbewegung. Aber da brauchen wir wahrscheinlich noch einen zweiten. Ja, natürlich brauchen wir noch einen zweiten. Hey, at last known position. Wo soll sie denn hin sein? Hat das Vieh sie gefressen? Kann mich jedenfalls nicht wundern. Dieses Scheißding, ey. Oder sie ist hier halt in irgendein Höhlensystem getaucht.
auftaucht. Ich meine, hier sind ja auch Kabel, die hier runterführen. Ich meine, es kann ja auch sein, dass nämlich der Marker einfach nur zu den Fragmenten führen kann, aber das kann ja nicht das Ende von der verrückten Lady gewesen sein. Einfach nur diese eine Cutscene auf der Insel und danach sieht man nie wieder was von ihr. Ist das vielleicht Diana? Das könnte doch gut sein. Haben wir hier Rubies? Ist das ein Ruby? Das ist ein Ruby, oder? Inventory ist voll, aber den würde ich gerne mitnehmen. Und wir können gleich noch ein bisschen was trinken. Dann nehmen wir auf jeden Fall den Ruby mit. Oh Gott, ich habe hier wieder was abgekoppelt. Bitte nicht. Bitte pack's einfach wieder dran. Ich will doch einfach nur hier einsteigen. Warum ist das alles auch so dicht nebeneinander? Das ist noch ein Ruby. Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Das sieht aber schon nach einem Ort hier aus, wo die verrückte Lady sein könnte. Das ist sehr in ihrem Stil. Und da ist auch ein Licht. Noch mehr Rubies. Didn't I tell you to stay away? From what? I don't even know who you are. Marguerite Maida's the name. Okay, es ist nicht die. Great. Can I come in and warm up? What part of go away do you not understand, Altera? I'm not with Altera. Das ist ihre Base. Ist sie heile? Sieht sehr heile aus. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass nämlich der erschießt. Wo ist denn der Eingang? Ich meine, hier ist ein Moonpool. Ich gehe da jetzt einfach rein. Was soll schon passieren? Hi! Customized Prawn Suit. Ja, den scannen wir doch mal. Können wir den auch bauen? Das wäre cool. Hello? What the fuck hast du hier für ein Haustier? I told you to stay off my land. You trained that thing? Next time I'll let him tear you to ribbons, Altera. I'm not with Altera. I'm Robin Ayu. I'm looking for information about my sister Sam. I think you might have crossed paths. Bull crap. I suggest you take the time you need to come to your senses and then get off my sea base. If you're not Altera, why don't you disable that damn tracking satellite tower instead of barging into my sea base? Maybe once Altera's off my back, I'll remember something about your sister. Okay. Some junk on that table that might help. I couldn't get it to work. Ein sehr großer Hund. Snowstalker. Oh Gott, es gibt auch Landpredator. Gut, dass ich denen noch nicht begegnet bin in der Wild. Test Override Module. Ich scanne hier einfach mal alles, was ich scannen kann.